Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch wieder gewünscht, dass wir auf die lustigsten Animationen reagieren, Leute. Und ich habe wieder die besten rausgesucht. Ihr werdet mir nicht glauben, die sind einfach mega, mega lustig, Leute. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, damit ihr nichts mehr verpasst, Freunde. Einfach die Glocke drücken auch noch unten. Ihr seht es unter mir. Einfach draufdrücken, Freunde. Lasst es grau werden, den roten Knopf. Und ich würde mal sagen, wir fangen hier direkt mal an mit der ersten Animation. Und es handelt hier von einem Typen, der einfach ganz normal in seinem Laden arbeitet. Also alles erstmal ganz easy. Und er putzt hier auch noch seine Schuhe, die sich irgendwie alle bewegen. Fragt mich nicht, warum. Aber der hat hier ganz viele Schuhe und die bewegen sich alle. Und ich weiß nicht, warum, Digga. Und der kriegt jetzt sogar hier Besuch von einer Frau, die anscheinend Interesse an einem Schuh zeigt. Und jetzt geht's aber richtig los hier. Jetzt kommt der Bonze. Uiuiuiui. Jetzt kommt der Bonze, Digga, mit seinem goldenen Gehstock. Ach, und macht jetzt ein eigenes Schuhgeschäft auf vor seinem Laden, Digga? Wie kann er nur? Aber sie mag seine Schuhe nicht. Und jetzt? Aha. Er ist stolz, Digga. Er ist stolz. Er hat ihren Geschmack gefunden, Leute. Er hat ihren Geschmack gefunden. Aber jetzt kommt der hier. Haut hier die Prozente raus. Weg. Und der, da guckt der Glover aus der Socke, ne? 50% sogar. Und jetzt hat die da eingekauft, ne? Ich glaub's nicht, Digga. Die hat der wirklich eingekauft. Und er hat die Moneten gemacht. Was macht er jetzt, Leute? Er braucht jetzt auf jeden Fall einen Plan B. Und jetzt wird auf jeden Fall hier gewerkelt. Was ist bloß seine Idee, ist die Frage. Tag und Nacht sitzt er dran und überlegt, was er jetzt am besten machen kann, um sich zu rächen. Die Frage ist nur, was? Da muss er erstmal mit seinen lebenden Schuhen quatschen. Bruder, warum leben die eigentlich? In welchem Film sind wir hier gerade? Und jetzt? Aha. Ach, das war jetzt seine Taktik, oder was? Also der kommt jetzt hier wieder mit neuen Sneakers. Oh mein Gott, und die sehen besser aus, Digga. Die Jordans. Die sehen einfach besser aus als sein Schuh. Und er hat davon 10.000 mehr, Alter. Oh, Bruder. Oh, und jetzt. Oh, das ist aber armselig. Bimmelt der vor seinem Laden mit 60% weniger. Und trotzdem will keiner seine Schuhe kaufen. 95% weniger. Leute, das ist richtig viel Rabatt. Und trotzdem macht er kein Geld. Wo ist der Fehler? Leute, wo ist der Fehler? Vielleicht finden wir es jetzt heraus. Er hat ihnen so ein paar Briefe gedroppt. Was ist denn das hier? Ein, was ist das, ein Vertrag oder so? Ich glaube, er muss, glaube ich, seinen Laden aufgeben, oder? Sobald ich das richtig gesehen habe. Oder was unterschreibt er da, Bruder? Ich kann kein Französisch. Kann jemand von euch Französisch, Digga? Ich kann kein Französisch. Je m'appelle Leon. Mehr weiß ich auch nicht. Bruder. Warum reden die ganzen Schuhe, Bruder? Was ist das? Was ist das hier für eine Animation? So, Herr Rota ist wieder draußen. Vor seinem Laden disponiert. Bruder. Er wurde gerade von seinen eigenen Schuhen ausgesperrt. Adios. Nee, ich glaube, er bietet ihm jetzt irgendwas an. Ich glaube, irgendwas bietet er ihm jetzt an. Dem Rothaar. Irgendeinen Vertrag oder so. Aber ich kann kein Französisch, Digga. Der will ihm irgendwas anbieten. Oh, goldene Schuhe. Oh, damit hat er, glaube ich, sein Geschäft gerettet, Digga. Die sehen ja mal richtig heftig aus. Goldene Schuhe, Bruder. Oha! Spagat deines Lebens! Er hat sich einfach Schuhe gemacht, die den Typen weglaufen lassen. Ich glaub's ja nicht. Und jetzt kann er ganz entspannt seinen Laden dingsen, weil der andere einfach weggelaufen ist durch die Schuhe. Trick 17, Leute. Das war ja mal richtig Trick 17. Da hat er ohne Spaß die Skills angewendet bis zum geht nicht mehr. Ohne Spaß, Alter. So, und was passiert jetzt hier? Oh, oh nein. Neuer, oder? Oh nein.
Oh, jetzt werden wieder goldene Schuhe gemacht. Oh, es geht jetzt aber weiter mit einer Mumien-Animation, wo auf einmal hier aus so einem Sarkophag oder wie auch immer das Ding heißt, so ein Bier rauskommt. So ein schwebendes Mumienbier. Und das fliegt jetzt nicht einfach irgendwo hin. Nein, Leute, das fliegt nicht irgendwo hin. Das fliegt einfach zu diesen Typen hier mit seinem Hund oder was auch immer, Sphinx oder keine Ahnung, was der chillt. Oha! Gucken die da erstmal so einen Horrorfilm? Und das scheint auch sogar auch ganz gruselig zu sein. Also der Hund ist auf jeden Fall, ja, hat sich auf jeden Fall gut erschreckt. Aber was passiert jetzt, ist die Frage. Warum konnte das Bier gerade fliegen? Das werden wir alles noch sehen, aber erstmal reißt hier ein schöner griechischer Gott ein, macht hier erstmal seine Selfies mit seinem griechischen Pass und jetzt wird hier richtig Party gemacht, Leute. Am Flughafen, Bruder. Macht er hier Selfies während des Fahrens. Nicht nachmachen, Leute, ich schwör's euch, macht's nicht nach. Aber er hier, Bizeps, Digga, er ist voll, oha, richtig Pyramidenbizeps. Aber der hat einen Unfall gebaut. Oh oh. Der kriegt ja auch eine Meldung jetzt. Eieiei, jetzt muss er sich erstmal dahin teleportieren. Genug Fernsehen geguckt. Und jetzt muss er erstmal zur Unfallstelle. Was ist denn überhaupt sein Auftrag? Warum kriegt er überhaupt eine Meldung, wenn ein Unfall passiert? Das sieht aber nicht so gut aus, ne? Da. Da ist der Wagen. Und da ist der griechische Gott. Kam da gerade ein Geist aus seinem... Und streiten sie sich jetzt gerade aus... Warum streiten sie sich denn um den Geisterarsch? Alter! Die wollen ihn jetzt einfach mal kaufen, oder was? Und die werfen eine Münze. Zack! Kopf oder Zahl, ne? Hat er den ausgetrickst, Digga? Hat er den einfach rausgetrickst mit seiner Wampe? Guck, wie weit er weggeflogen ist. So, den Geist behält er jetzt auf jeden Fall für sich, aber ich glaube, es ist seine Seele oder so, ne? Ist es seine Seele? Alter, die sind ja mal voll am Start, Mann. Oh, SOS hat er noch gerade rufen wollen. Oh, das kann der Geist aber nicht. Eieieiei. Er kann leider kein SOS suchen. Erdrücken. Auf ganz simple Basis ein Hund losgeworden, indem man einen Knochen wirft. Also leichter geht's auch nicht mehr, Leute. Leichter geht's auch nicht mehr. Oh, jetzt wird aber. Jetzt werden hier aber Sachen angewendet, glaube ich. Oh, er fesselt ihn. Aber komplett. Und der kann immer noch nicht SOS drücken. Der liegt ja quasi komplett bewusstlos und die streiten sich da irgendwie. Warum? Und wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, Digga, oder? Oder ist er, nee, ist doch nicht. Oder ist das der? Ich weiß nicht. Oh doch, das ist der Hund. Oh, er muss jetzt aber gut ausweichen. Oh yeah. Oh yeah, die Dinger waren eben in der Luft getrennt. Was zum... Es geht hier ab? Als ob! Die haben einen, der hat einen Stein auf dem Hintern bekommen. Und jetzt wird er wiederbelebt, weil er auf SOS drücken konnte. Und jetzt ist er wieder in seinem... Der ist gerade wieder da reingegangen, ne? In seinen Hintern. Das war der Geist, der... Oh mein Gott, und jetzt streiten sie sich, oder was? Oha. Oh, der sieht jetzt wirklich wütend aus. Mit dem würde ich mich nicht anlegen. Wow. Tu's nicht, Digga, tu's nicht. Nein, mach's nicht. Kämpf gegen sie.
Das ist hier richtig Avatar für Arme. Boah. Oh oh. Druckwelle. Gib Gas, Digga. Vollgas. Vollgas, Vollgas. Ja, genau. Oh, Glück gehabt. Und das Flugzeug stürzt einfach auf die Stadt. Ich dachte gerade, die Stadt hat überlebt, aber... Was geht hier ab? Was ist das für eine Animation? Warum sind die auf einmal wieder cool miteinander? Was ist das? Leute! Und jetzt sind die wieder zu Hause, oder was? Bruder! Was war das bitte für eine Animation, Leute? Ohne Spaß, Mann. Also, wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, Leute. Schaut auf jeden Fall nochmal das Video an, was ihr hier gerade seht. Einfach draufklicken und gerne angucken, Leute. Dann kommt ihr zum Video. Einfach draufklicken. Ich meine, es sieht geil aus. Also, worauf wartet ihr? Tut schon. Worauf wartest du? Komm.